Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Nicht wundern, aber ich bin ein bisschen erkältet, deswegen klinge ich so ein bisschen komisch. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich mache mal wieder einen Vlog, nehme euch so mit durch den Tag, vielleicht auch noch morgen. Und ja, auf jeden Fall haben sich viele gewünscht, dass ich in diesem Video mal über Steuern rede. Denn im letzten Video habe ich das ja gesagt, dass ich mich damit ein bisschen befasse momentan und selbst nicht so durchblicke. Aber trotzdem kenne ich ein paar Tipps und Tricks. Und es ist auch so, dass ihr als Privatperson, auch wenn ihr kein Gewerbe habt, Sachen absetzen könnt, was viele halt nicht wissen. Und deswegen dachte ich mir, ich versuche euch ein bisschen zu helfen. Natürlich bin ich jetzt auch kein Steuerberater oder keine Ahnung, also ich blicke da selbst teilweise auch nicht durch, aber trotzdem versuche ich das, was ich weiß, so anschaulich wie möglich zu erklären. Und ja, das Lustige ist, dass ich heute auch Uni habe und heute auch eine Steuervorlesung habe, aber das finde ich auch ein bisschen zu komplex, also da, nee. Da schaltet irgendwann auch mein Hirn aus, aber trotzdem muss ich jetzt gleich auch los. Und ich dachte mir, dass ich heute so ein Water Eat in a Day mache, aber in der Uni-Version, also was ich immer so mitnehme, wenn ich Uni habe. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt an. So, ich nehme mir immer Overnight Oats mit zur Uni. Das war auch schon ein Tag im Kühlschrank. Und wie ich es genau gemacht habe, zeige ich euch jetzt. So, also das brauche ich für meine Overnight Oats. Und dafür nehme ich 50 Gramm gefrorene Himbeeren, einen Apfel, 50 Gramm Mango, 250 Gramm Skia, 40 Gramm von diesem Proteinmüsli. Ihr könnt auch normales Müsli nehmen, aber ich nehme am liebsten das, damit ich noch einen höheren Proteingehalt habe. Und dann noch etwa 200 Milliliter Mandelmilch, damit die Haferflocken sich schön darin aufsaugen können. Fertig. Und ich habe noch etwas Apfelmus über die geraspelten Äpfel gegeben und die Mandelmilch habe ich jetzt doch weggelassen, damit das nicht so flüssig wird. Und ja, jetzt ist es fertig und jetzt kommt es dann auch über Nacht in den Kühlschrank. So, er war jetzt über Nacht im Kühlschrank und hier sieht man schon, dass die Mango sich auch schon ein bisschen vollgesogen hat mit den Himbeeren und jetzt freue ich mich richtig darauf, das dann gleich zu essen. Das Praktische ist halt, dass man auch schon 3 Stück oder so vorbereiten kann, dann ist man schon für die nächsten 3 Tage ausgesorgt. Und da muss man sich morgens halt einfach nicht mehr hinstellen. Ja, und neben diesen Overnight Oats nehme ich mir immer sehr oft ein Wrap oder ein Sandwich mit. Ich habe mich aber diesmal jetzt für den Wrap entschieden und dafür nehme ich einfach einen Weizenwrap. Oder ihr könnt noch mehr Korn nehmen. 100 Gramm Exquisa mit 0,2% Fett. Ganz viel Rucola und 50 Gramm Räucherlachs. Ich habe die jetzt in Frischhaltefolie eingepackt. Jetzt kommt das auch über Nacht in den Kühlschrank. Ihr könnt das natürlich auch direkt morgens machen. Aber so habe ich morgens nicht so viel Stress. Und danach könnt ihr dann schön in kleine Häppchen schneiden. Zu guter Letzt nehme ich noch 2 Riegel mit, einen für mich und einen für Henry, denn Henry studiert ja mit mir und er wird sich bestimmt darüber freuen, denn er isst immer meine Riegel hier zu Hause weg. Und ganz vergessen, ich nehme immer noch eine Kohlrabi mit, denn ich esse jeden Tag momentan eine Kohlrabi, denn die macht irgendwie voll satt und ich liebe die halt. Und dann noch einen Tee. Und das hier ist einfach nur eine heiße Zitrone mit Ingwertee zusammen. Ich bin jetzt zurück von der Uni und ich wollte jetzt ein kleines Homeworkout machen, da ich ja ein bisschen angeschlagen bin. Also es ist kein richtiges Homeworkout, sondern eher so ein bisschen dehnen, damit ich mich heute irgendwie ein bisschen bewege. Aber nicht, dass irgendwie mein Puls in die Höhe steigt. Also einfach ein ganz leichtes, sanftes Training. Auf jeden Fall trage ich gerade wieder ein Outfit von Oceans Apart. Das ist das Coconut Set. Das ist auch mein Lieblingsoutfit. Das habe ich echt sehr oft an, weil es halt mega gemütlich ist. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, wo ihr 25% spart, also auf den ganzen Shop. Und den findet ihr in der Infobox. Und ja, würde ich sagen, fangen wir jetzt mal direkt an. Ja, auf jeden Fall benutze ich dann heute für mein Training, in Anführungszeichen, diese Yoga-Bänder hier. Und die gibt es in 4 verschiedenen Stärken. In Light, Medium, Heavy und X-Heavy. Heute nehme ich aber nur Heavy, ne? Ich will mich ja nicht überanstrengen. Finde ich aber mega praktisch, dass es 4 verschiedene Stärken gibt, wenn man, keine Ahnung, verschiedene Übungen hat. Ja, finde ich auf jeden Fall mega cool. Und die Farben finde ich auch echt cool. Aber ich musste mir eigene holen, weil im Fitnessstudio, die werden irgendwie immer geklaut oder gehen kaputt.
Also die vom Fitnessstudio sind und deswegen kauft unser Fitnessstudio halt keine mehr, kann ich verstehen. Deswegen brauche ich halt eigene. Ja, und bevor ich das Training jetzt anfange, also wie gesagt, geht niemals zum Sport, wenn ihr krank seid oder Schnupfen habt oder so. Also wie gesagt, es ist ja kein richtiges Training jetzt, das ist nur mehr so ein Aufwärmen, so ein bisschen Dehnen. Aber ich würde niemals meine Gesundheit aufs Spiel setzen, wenn ich krank bin und dann trotzdem trainieren zu gehen, weil auch wenn man sich im ersten Moment gut fühlt, das kann halt irgendwann im späteren Alter halt echt zu Herzproblemen führen und das will man ja nicht. Es ruht euch lieber noch ein paar Tage zu viel aus, als dass ihr zu früh trainieren geht. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges. Also die Übungen sind schon mal fertig, auch wenn die vielleicht nicht anstrengend aussehen. Sie sind trotzdem anstrengend. Also man merkt, dass der Po irgendwann richtig brennt. Und jetzt dehne ich mich noch ein bisschen. Es gibt jetzt mein Abendessen und dafür brauche ich 200 Gramm rohe Kartoffeln. Die sind zwar jetzt schon gekocht, aber die waren roh abgewogen. Aber die sind halt noch von gestern. Und gestern habe ich extra viele gemacht, damit ich heute noch ein paar habe. 2 Eier. Und dann kommt in den Ofen noch 150 Gramm Mais. Ich liebe Mais. Ich könnte mich da echt reinlegen. Eine Paprika. Und dazu einen Kräuterquark, den ich aus 100 Gramm Exquisa 0,2 mache. Und 100 Gramm Magerquark. Und auf die Kartoffeln kommt jetzt noch ein bisschen Pommesgewürz, damit ich mich selbst verarsche und denke, ich habe Pommes. Jetzt habe ich alles auf einem Backblech angerichtet, die Kartoffeln im Pommesgewürz gewälzt. Und jetzt kommt es ungefähr für 20 Minuten in den Backofen bei 180 Grad Umluft. So, ich mache gerade den Kräuterquark und dafür habe ich ja wie gesagt den Exquisa und den Magerquark verrührt. Und jetzt habe ich noch so Kräuter, also hier im Moment. Also dieses Kräuterquarkgewürz noch benutzt und das ist mega lecker. Das ist gerade echt mega schwierig, mit einer Hand das zu mixen, aber naja. Und dann gebe ich immer noch etwas Limetten- oder Zitronensaft da rein, dann schmeckt es einfach ein bisschen frischer. Leute, Mais aus dem Ofen schmeckt einfach so gut, das ist so knackig, also das ist auch mega gut als Fernsehsnack. Wenn ihr irgendwas Knackiges haben möchtet, dann greift ihr nicht zu Nüssen oder zu Nicknack, sondern macht euch einfach Mais aus dem Ofen. Hallo zurück und ihr habt ja gerade mein Essen gesehen, es war echt mega lecker. Und ja, jetzt befassen wir uns mal mit dem Thema Steuern, ne? Mein Lieblingsthema. Und wahrscheinlich auch von vielen von euch das Lieblingsthema. Und ja, also viele haben mich darum gebeten, dass ich echt mal ein Video dazu mache, weil ihr auch alle nicht so richtig da durchblickt und das kann ich verstehen. Also ich habe da auch nie wirklich durchgeblickt, aber jetzt geht's so langsam, aber ich kann euch wirklich nur die Basics sagen, ne? Und ich versuche es jetzt einfach so ein bisschen einfach zu erklären und das jetzt auch nicht so langatmig zu machen. Deswegen versuche ich das jetzt kurz und knapp zu machen. Also fangen wir erstmal an. Wenn ihr eine Privatperson seid, also als Privatperson müsst ihr kein Gewerbe anmelden oder sonstiges. Trotzdem könnt ihr viel vom Finanzamt zurückholen. Zum Beispiel, ihr bezahlt ja Steuern, ne? Also wenn ihr arbeitet, also der Arbeitgeber zahlt dann meistens direkt schon die Steuern. Das heißt, ihr bekommt ja nur den Nettobetrag und nicht den Bruttobetrag, weil die Steuern ja schon abgezogen sind. Aber trotzdem könnt ihr so eine Jahresausgleichssteuererklärung machen. Das macht ihr immer am Ende des Jahres. Dann guckt ihr, ob ihr irgendwie zu viel Steuern bezahlt habt. Weil dann könnt ihr nämlich Sachen entgegenrechnen. Also zum Beispiel Fahrtkosten oder Anschaffungen wie ein Laptop. All sowas halt. Und dafür hatte ich immer ein richtig cooles Programm, das heißt Wundertax, das zeige ich euch gleich nochmal genauer. Auf jeden Fall konnte ich da immer meine Einnahmen hinschreiben, aber auch meine Ausgaben. Und dann wurde es halt entgegengerechnet und dann konnte ich direkt sehen, ob ich Geld zurückbekomme oder halt kein Geld zurückbekomme. Und es ist wirklich mehr, als man denkt und es lohnt sich auf jeden Fall. Und viele denken sich so, ach, man kriegt vielleicht 10 Euro oder so zurück, aber so ist das nicht. Also es lohnt sich wirklich, aber das zeige ich euch gleich nochmal genauer. Und es ist gerade so anstrengend zu reden, weil meine Nase so zu ist. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu den gewerblichen Steuern. Denn viele von euch machen ja auch Instagram, verdienen teilweise ein bisschen Geld damit. Und viele fragen mich immer, ab wann muss man ein Gewerbe anmelden? Und ein Gewerbe meldet man dann an, wenn man Geld verdient. So. Also auch wenn ihr nur eine Rechnung ausstellt für 10 Euro, das ist auch schon Geld. Also müsst ihr ein Gewerbe anmelden. Aber es ist alles halb so wild. Ihr müsst keine Steuern bezahlen, solange ihr unter 7.500 Euro im Jahr bleibt.
Also wie gesagt, ihr könnt ja auch mitschreiben. Also 7.500 Euro im Jahr verdienen, das heißt keine Steuern. Solltet ihr über 7.500 Euro in diesem Jahr verdient haben, dann müsst ihr Steuern bezahlen. Also ich mache das jetzt mal bildlich. Stellt euch vor, ihr habt 10.000 Euro im letzten Jahr verdient. Das bedeutet 7.500 steuerfrei und 2.500 Euro müssen versteuert werden. Man zahlt ungefähr ja, die Hälfte an Steuern, 40% an Steuern. Also 2.500 Euro muss versteuert werden. Das heißt, ihr müsst ungefähr 1.200 Euro an Steuern bezahlen. So. Aber es ist so, dass ihr viel gegenrechnen könnt, also von der Steuer absetzen könnt. Und mein Steuerberater hat immer gesagt, Sarah, behalte alle Quittungen, die mit deinem Gewerbe zu tun haben. Also alles, was du anschaffst, was für dein Gewerbe nötig ist, kannst du absetzen. Also stellt euch mal vor, seid ein Travel-Blogger oder so und bucht einen Urlaub, extra für euren YouTube-Kanal zum Beispiel, dann könnt ihr es von der Steuer absetzen. Oder ich behalte auch oft die ganzen Quittungen von meinem Geschirr, von meinen Einkäufen zum Beispiel.